Servus, grüß dich, Enk. Schneefall, wunderbar, echt schön. Ja, ihr seht, ich bin im Wald unterwegs. Bin gerade vorher ausgestiegen vom Auto, vor eineinhalb, zwei Stunden circa, und habe dann einen Jäger getroffen. Mit dem habe ich schön geredet und haben uns gut unterhalten, haben uns gegenseitig vorgestellt. Und da sieht man wieder, dass die meisten Jäger auch nur Menschen sind und man kann mit denen ganz vernünftig reden. Also so habe ich die Erfahrung gemacht. Das wollte ich jetzt nur einmal so sagen, weil natürlich viele Jäger im Beruf sind. Einer gehört der Wald, sie sind der Chef darin und es ist eigentlich nicht so. Ich muss jetzt wirklich sagen, das ist meine Erfahrung, dass ich sagen kann, die passen soweit. Genau. Ja, aber warum ich heute unterwegs bin, es ist so, ich wollte eigentlich gerne über Nacht rausbleiben, aber mir hat leider ein Männerschnupfen erwischt. Also es war schon ein bisschen mehr. Ich bin fast drei Tage flach gelegen. Jetzt geht es langsam wieder ein bisschen bergauf und mag mich einfach ein bisschen erholen. Dazu habe ich mich schön warm angezogen. Also ich bin wirklich schön warm angezogen und möchte einfach ein bisschen rausgehen in die Natur, ein bisschen filmen. Ich habe heute das erste Mal meine neue Kamera dabei. Auf die komme ich noch dann separat einmal zurück. Da werde ich dann noch mehr erklären dazu, mit was ich jetzt dann filme, weil ich weiß selber gar nicht, ob die Einstellungen jetzt alle so passend, wie ich es gewählt habe. Es ist sehr, sehr umfangreich, das Ganze. Ja, und sonst würde ich einfach ein bisschen jetzt rummarschieren und verknüpft das Ganze, wie ich es gerne mal mache. Ich mache ein kleines Video. Da kann ich ein paar Varianten zeigen von einem TARP, Notfall-Aufbau-Varianten, also Emergency-Aufbau-TARP-Varianten, wie man so schön sagt. Und da zeige ich euch halt einfach einmal drei Stück, die wo man unheimlich schnell aufbauen kann und man kann da drin nächtigen. Keine großartige Sache, gar nichts. Ich will auch nicht ein riesengroßes Lager heute bauen, überhaupt nichts. Also einfach nur ein bisschen raus. Will man später dann einen schönen Teekocher, weil er ein bisschen Vitamine braucht. Da geben wir die Waldpflanzen natürlich das Beste. Habe ein bisschen Zitrone und Ingwer dabei. Und so einen Tee mag ich jetzt nachher dann auf der Waschbox ein bisschen genießen. Aber vorerst werden wir jetzt hier irgendwo einen Platz suchen und dann drei Aufbauvarianten machen. Und da könnt ihr zuschauen, gerade für die Anfänger, hochinteressant. Und ja, bis später. Viel Spaß dabei. Ja, ich dachte mal sagen, der Platz ist eigentlich relativ gut geschützt. Es zieht zwar ein bisschen rein, aber draußen schneit es viel besser. Und da geht es einigermaßen. Da werde ich jetzt dann zwei oder drei Aufbauvarianten zeigen. Gerade jetzt, bei dem Wetter ist es sehr gut. Wenn man schnell einen kleinen Unterschlupf bauen mag, wenn wirklich so eine Art Blizzard kommt, der Schneesturm, man mag es nicht stark nass werden. Ich habe schon mal einen Teil drüber gebracht, man kann sich einfach das Tab drüber schmeißen. Da schaut es mal in meine Videolisten, und ich verlinke euch das jetzt und füge es ein. Da habe ich schon Aufbauvarianten gezeigt, die wo jetzt auch schnell zum Aufbau sind und ja, wo man dann bei Starkregen oder bei Schneefall sehr gut anwenden kann. Und da geht es jetzt einfach weiter bei dem Teil und da baue ich jetzt ein bisschen was auf. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ich nehme jetzt für den Zweck, dass ich es euch zeige, ein 3 auf 3 Meter Tab her. Ich habe zwei verschiedene dabei, 2,50 Meter auf 2,50 Meter und das 3 auf 3 Meter. Und mit den 3 auf 3 Meter zeige ich euch das Ganze.
weil das ist auch sehr schnell zum Aufbau. Das ist ein Sinn und Zweck der Fahrt, dass es sehr schnell geht. Und ja, dann lege ich mal los, weil ich muss mich ein bisschen bewegen, dass man warm wird, weil es ist schon ein bisschen frischer raus. Es hat so 2 Grad minus. Und ja, ich bin auch nicht so richtig fit. Ich habe einen Katar. Katar wissen wahrscheinlich die meisten, was das ist. Das ist ein Schnupfen, ein richtiger Männerschnupfen. Und ja, jetzt lege ich mal los und bauen wir mal auf. Ja, und ganz wichtig, natürlich, bevor wir anfangen, das ist sehr, sehr wichtig, legt man mal sein Werkzeug an. Das gehört dazu. Und dann, wo ihr Paracord spannt ist zwischen 2 Bäumen, und dann schmeißt man das Taub drüber und schaut mal, was dabei rauskommt. Sehr wichtig ist auch, dass wieder ein Flugzeug drum fliegt. Aber ich muss einmal schauen, ich habe auch ein neues Mikrofon drauf, wie das alles so wird. Da schauen wir mal. Ja, ich habe das Taub ausgelegt, das 3 auf 3 Meter. Das ist jetzt ein Defender-Taub von AquaQuest. Also das Defender ist wirklich 100% wasserdicht. Ich habe das schon sehr lang und es hat einen Nachteil, es hat sehr viele Vorteile. Das ist ein super Taub, wirklich, aber das Packmaß ist halt schon heftig. Aber es ist wirklich, kann man sagen, schwere Qualität. Und mit dem macht man sich erst ein bisschen ein Paracord raus und dann schaut es einmal zu. Also die Bedingungen zum Filmen sind wirklich halt äußerst schlecht, ganz klar. Es ist total dunkel, aber ich hoffe, das einigermaßen gut werden die Aufnahmen, weil ich mit der Kamera auch wirklich noch nicht so stark auskenne. Ich setze mich so intensiv damit auseinander, aber es ist wirklich Wahnsinn, was die alles kann. Ist übrigens ein Fuji X-T3 und genau, nur so eine Kamera, aber da komme ich nochmal separat drauf zurück. Das Taub, in sicheren Situationen, wo ich sage, okay, ich muss jetzt schnell ein Taub spannen, weil ein Schneesturm kommt, weil ein Starkregen kommt oder ein starker Wind, ist immer wichtig, dass wahnsinnig fest ist. Da eignen sich natürlich so Bäume, die gegenüberliegen, perfekt, ist klar. Und wichtig ist, dass er kantig sind und schön klar. Also man hat nicht viel Platz drin, aber sie sind wirklich fest und man ist gut, also weitgehend gut geschützt. Das sind jetzt Varianten, wo links und rechts offen sind. Ich habe auch schon gezeigt, die wo fast komplett geschlossen sind oder wirklich komplett geschlossen, das Pyramidensystem oder so. Das ist natürlich dann noch besser geeignet, aber es gibt ja so viele und ich habe ja schon immer gesagt, ich möchte die alle ein bisschen zeigen und von dem her baue ich die jetzt auf. Ja, man spannt sich jetzt die Grundschnur und über diese Grundschnur, sage ich jetzt einmal, oder Giebelschnur, schmeißt man das Taub mittig drüber und dann spanne ich es noch sauber. Und dann ist schon fast fertig. Ja, ihr seht jetzt, dass ich das da drüben an die Seitenschlaufen befestigt habe und ziehe den unteren Teil als Bodenplane ein. Das gleiche mache ich auf der Seite. Und dann wird das Ganze hier abgespannt noch und befestigt am Boden. Und somit hat man so eine Art Tunnelzelt, wo man sich einlegen kann und man ist auch am Boden vor Bodennässe weitgehend geschützt und da kann man ein bisschen ausharren drin. Ja, darin hat man eigentlich sehr gut Platz, also muss ich wirklich sagen. Nach hinten, weil das Taub ja 3 Meter ist, ich bin 1,80 Meter knapp, von dem her halt ausreichend Platz. Ich kann meine Ausrüstung mit einnehmen, notfalls kann ich auch schlafen und das ist perfekt. Ich kann hier noch ein kleines Buschboxfeuer machen, wenn es wirklich wäre. Und somit ist es ja eigentlich eine total einfache Aufbauvariante, wo man innerhalb 2 Minuten oder 3 Minuten aufbauen kann. Da gibt es eigentlich nicht viel zum Song dazu. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste an.
Ja, jetzt habe ich euch einmal die erste Variante gezeigt, die ist ja total einfach. Und die zweite, die ich euch jetzt zeige, ist noch einfacher. Da geht es jetzt eigentlich nur um das, dass manche Leute sagen, denen ist es zu blöd, dass da eine schläufend, also eine kragelnd, oder wie sagt man denn, also da eine geht halt. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung, wie man das machen kann, dass der Einstieg vergrößert wird und man muss gar nicht viel umbauen. Das schauen wir uns kurz an. Ja, auch hier, keep it simple. Man zieht die Plane einfach unten raus und spannt sie zu einem Schrägdach. Und somit hat man da sehr viel Platz. Und ich habe auch noch eine Liegefläche, da wo ich gegen Bodennässe geschützt bin, kann da meine Ausrüstung her, da kann hier mit einem kleinen Esbit-Kocher oder mit einem kleinen Gaskocher mir etwas erwärmen. Mit der Pushbox ist es ein bisschen schlecht, ich muss wieder raus, aber das ist perfekt. Das ist ganz einfach. Okay, da ist erst ein kleiner Baumstumpf, wo raussteht, aber das ist jetzt auch überhaupt kein Problem nicht. Da ist aber ein bisschen drüber gespannt und somit ist die zweite Variante jetzt schon wieder Geschichte. Das geht wirklich einfach, man muss sich nur Gedanken machen und dann hat man sowas. Und das ist wirklich, wirklich, man hat schon Platz herin, also wirklich cool. Dann darf ich sagen, gehen wir noch zu der dritten Variante, mache ich noch eine und dann möchte ich mir einen Tee machen und dann war es wieder für heute, aber jetzt schauen wir uns noch an. Ja, das ist auch ziemlich cool. Da kann man davor ein kleines Feuer machen, ist auch ganz gut. Und auf geht's. Auch bei dieser Variante ist es natürlich ganz, ganz einfach. Das ist auch sehr wichtig. Deswegen heißt es ja Emergency Shelter, also ein Notfallshelter quasi, wo man schnell aufbauen kann, wenn man wirklich jetzt schon unterkühlt ist oder wenn Kraft hat oder wenig Zeit, je nachdem. So ist er schnell gehen. So ist bei dieser Variante auch. Und da kann man ein offenes Feuer auf der Vorderseite machen. Okay, man nimmt das Tab am Eck ganz außen, dann lässt man diese Schlaufe frei und geht durch diese Schlaufe durch. In meinem Fall sind es jetzt drei Schlaufen und lässt die links und rechts frei. Da spannen wir es nämlich dann runter. Und die letzte Schlaufe lassen wir wieder frei. Also wenn man sein Tab erst vorne aufgehängt hat, auf der Schnur, dann steckt das Stück hinten raus. In der Mitte fällt es unten durch als Bodenplane und macht den Hering hier nicht auf der Außenseite fest, sondern hier bei der zweiten Schlaufe. Das gleiche passiert natürlich auf der anderen Seite. Dann gehen wir zur zweiten Schleife und spannen wir das Ganze. Auf der Vorderseite vom Tab gehe ich auf die Außenschleife und spanne das Ganze runter. Hat man das Ganze jetzt runtergespannt, kann man die Außenseiten, also die Kanten, wo rausstehen, nach innen einstülpen und als Bodenplane hernehmen. Thank you.
Ihr habt es jetzt gesehen, das waren drei Varianten, die wo wirklich extrem schnell aufgebaut sind und sehr einfach sind. Deswegen kann man es als Emergency Shelter durchgelassen, weil du musst wirklich schnell gehen, wenn es pressiert. Und da auch jetzt wieder mal eine kurze Ansprache an euch, gerade die Anfänger. Ihr seht, ich habe das Ganze unheimlich stark gespannt alles. Das ist bei mir immer so, weil das sollte wirklich, ja, was aushalten. Man soll sie nicht übertreiben, man sollte auch ein bisschen ein Spiel lassen, ganz klar, weil wenn der Wind drauf pfeift und die Riesenfläche arbeitet, wenn es dann zu stramm ist, dann reißen natürlich die besten Schlaufen aus für jeden Tag, das ist klar. Aber man kann es wirklich gut spannen. Beim British Army Shelter Sheet könnt ihr es ein bisschen übertreiben. Also ich habe noch keinen ausgerissen, einmal ist mir kleine Ösen rausgegangen, aber es ist nicht gerissen. Und da möchte ich wieder betonen, man soll sich was Hochwertiges kaufen für draußen, weil man einfach, wenn man da draußen an die Elemente ist, den ganzen Jahr ausgesetzt ist und man muss was machen draus. Da geht es jetzt, weil ich kann jetzt in 2 Stunden bin ich beim Auto, aber wenn man jetzt länger unterwegs ist und ist gerade im Winter eisig, kommt Eisring oder irgend sowas, dann kann das auch ganz schnell nicht mehr so spaßig sein, dann kann es ganz schnell umschwanken und kann wirklich aus Spaß ernst werden. Ich habe das auch schon einmal gehabt und da geht es dann wirklich um das, dass man überlebt. Und daher kauft euch gescheite Tabs. Tab ist wirklich sehr wichtig, dass ihr was gescheit habt. Dass ihr gescheit arbeiten könnt ihr raus und dass ihr gut geschützt seid, wenn was ist. Weil es gibt Tabs auf dem Markt, die kosten 15 Euro, haben ein cooles Tarnmuster und so. Und jede Baumarktplane für 5 Euro ist besser. Und die reißen dann sofort aus. Gerade wenn jetzt der Wind drauf knallt, reißen die, das ist klar. Den Fehler habe ich auch gemacht, dass ich mir öfter Ausrüstung gekauft habe und haben wir es dann 2-3 Mal gekauft. Das Geld hätte man sparen können und hätte man gleich was Gescheites kaufen können. Aber da muss wahrscheinlich jeder durch. Das ist das Lehrgeld, was man zahlen muss. Okay, dann sind wir jetzt da soweit durch. Ich werde mir jetzt die Buschbox ausschmeißen, mir einen kleinen guten Tee kochen, weil ich ein paar Vitamine brauche, weil ich ja unter Männerschnupfen leide, mein Herz, man sieht es. Also ich bin überhaupt nicht so fit, aber trotzdem gehe ich raus, weil wenn ich fieberig werde oder so, das bin ich eigentlich sehr, sehr selten, dann würde ich es nicht machen. Aber so schaut es nicht und mir ist auch wirklich schön warm drunter, also von dem her weiter nichts. Okay, dann. Ja, jetzt putze ich gerade meine Hering. Ich mache es jetzt doch so. Buschbox zählt jetzt nicht mehr an. Ich backe das damit zusammen. Ich mag es einfach noch ein bisschen durch den Winterwald gehen hier, weil der einfach so wirklich traumhaft ist, schön. Und wir dann irgendwo einen schönen Platz suchen, wo ich schön geschützt bin. Und da will ich dann mein Esbit mal außer da wieder und mir einfach einmal eine Tasse Tee mit Esbit erhitzen. Das ist auch nicht schlecht. Das ist einmal was anderes wieder. Und das machen wir jetzt. Bis gleich. Ja, das ist einmal eine gewandte Sache, würde ich sagen, wenn man mitten im Wald einen geschmückten Christbaum findet. Ich habe das Glück gehabt, dass ich jetzt schon mittlerweile 2 gefunden habe in meinem Leben, also wirklich cool. Wer das macht, coole Idee, gefällt mir ganz gut. Und das biete ich perfekt da, bleibe ich gleich da, trinke da jetzt meinen Tee, mache mir da einen Fichtennadeltee und mit Ingwer und Zitrone, weil ich brauche ein paar Vitamine. Wir jetzt auch nicht mehr viel erzählen, weil es gibt ja auch nicht mehr viel zu erzählen. Ich lasse jetzt einfach die Bilder ein wenig sprechen nach. Hinterleg's mit Musik, hoff mit der Kameraeinstellung hat alles soweit passt. Sehe ich jetzt dann, ich bringe es auf jeden Fall oder mache es auf jeden Fall online, weil mein Gott, wenn ich einen Fehler mache, mache ich ihn. Das nächste Mal weiß ich es, dass ich nicht mehr mache. Aber ich glaube, es hat alles soweit passt. Und an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen, auch wenn es heute einmal eine kleine Tour war. Ist aber auch mal schön, wenn man sagt, mit leichtem Gepäck unterwegs und man braucht kein großes Lager, gar nichts. Man ist einfach unabhängig, frei, man kann sich bewegen, wie man mag. Machen wir da jetzt einen kleinen Tee auf einem Spit. Perfekt, ist auch mal schön. Wunderbar. Also, wir sehen uns bald wieder. Der Weitler sagt, pfiat euch.